komm alle. Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Heute ist Dienstag, heute ist Vögeltag. Heute wieder aus der Foliere, nicht live dabei. Das hatten wir ja am Samstag. Und wieder erwarten, trotz Gewitter, hatten wir ein klares Bild. Woran das jetzt wieder gelegen hat, ich kann euch das nicht erklären. Heute Hü, morgen Hot. Aber auf jeden Fall besser so wie andersrum, ne? Also, wir haben hier in dieser Foliere einiges neu gemacht. Bitte schön. Andi, okay, das darf ich nicht gut vergessen. Also, wir haben hier in der Foliere haben wir noch einiges wieder umgebaut hier. Das möchte ich euch mal am Anfang mal kurz eben zeigen. Endlich ist das Ding fertig hier, dass Cookie im Notfall hier auch hochklettern kann, wenn sie dann da nicht hochkommt und wenn es Regen hat, so wie letzte Mal, ne, das kann es natürlich auch von da, wenn du sagst, das ist, ne, packst es dann dahin. Ne, ich glaube, das wäre angenehmer, wenn es da wäre, ganz genau so. Und dann kannst du dann da weiter rumklettern und dann da wieder hochkommen. Ne? So, Muschel hier alles. Hallo, du bist ja auch noch da. Ja. Also musst du hier alles in der Foliere auch behindertengerecht umgebaut werden. So, da hängt sie hier. Cookie. Naja, naja, Flügel, ne? Aber die zieht sie sich auch selber raus, ne? Die zieht sie sich auch selber raus hier. Ruht sich nach oben natürlich ein bisschen gehandicapt. Was ist denn mit dem Licht hier? So voll die Sonne dagegen. Ne? Ja, aber sonst geht es ihr soweit gut. Ich habe Leben zu Hause. Der läuft endlich auch wieder hier. Da war ein Stück von dem Filterschwamm in dem Propeller drin. Na gut, dann haben wir hier noch... Ich habe Leben. Ja, mein Schatz, du hast noch dein Leben hier. Und das ist, wer ist das? Tommy. Das ist Tommy. Der ist auch ein ganz feiner, gell? Der ist ein ganz feiner, der Tommy hier. Schmusebär. Arami? Ja, Arami. Ich halt. Der macht sich lieber hier. So ist das. So, da hängt er. Dann, da wo hier Julia und... Was machen wir jetzt weiter wieder? Leonie, ja? Julia und Leonie. Hey, Anna. Ich sehe es ja wieder, weil ich das Auge jetzt nicht sehe hier. Das Auge nicht sehe. Anna ist ja, oder? Ja, Leonie. Doch, Leonie, siehst du wohl. Also, da habe ich jetzt die neue Schnur dran. Ja, jetzt guckst du hier, alle da hier. Romeo. Julia gleich mal testen nach der Schnur. Die hatten wir gerne noch übrig, diese Schnur hier. Das waren 10 Meter, habe ich gekauft hier. Oh. Was, wer bist du denn? Ein widerlicher Kerl. So, dann haben wir die Schnur nochmal dahin. Ach, was drunter hängt, habe ich gesagt, schneiden wir gar nicht ab. Dann lassen wir hängen da zum Spielen dann da. Ne? Können Sie noch was rumspielen da? So, das haben wir dann auch noch gemacht. Warst du hier heute ganz ruhig? Nein, ich muss sagen. Ja, jetzt sind sie ruhig, jetzt sind sie ruhig. Ja. Oh. So, sonst sind sie ja ein bisschen lauter. Donald! Was macht die Liebe? Daisy. Mit deiner Daisy hier. Ja? Was macht die Liebe? Sagt er. Sehr diplomatisch ausgedrückt. Die alte gefällt mir nicht. Ohne neue. Donald. Was macht die Liebe? Daisy. Da hängt noch die alte, die haben wir auch noch hängen lassen. Hier auch noch hier zum können sie kaputt machen, da spielen dann da, egal, lass mal hängen dann. Machen die alles kaputt und dann mögen die gerne Hauptsache kaputt machen. So, das war, was wir neu machen. Dann haben wir am Samstag gesehen, dass die
Julia in diesen Mistkasten reingeht, das hat sie sonst gar nicht gemacht. Sie hat ihn sonst gerne kaputt gemacht, von außen da, muss ich auch wieder reparieren. Den hat sie schon so schön zerstört da, von dieser Seite. Mhm. Das heißt, sie war sonst immer in dem Kleinen drin hier. Da war sie drin. Möchte sie aber jetzt wohl nicht mehr. Und hat gesagt, ich gehe lieber da rein. Ja, muss ich wohl neue Platte drauf machen. Da wieder auf der Seite. So wie da. Einfach eine neue Platte drüber setzen. Und dann ist das wieder gut. Demnächst in diesem Theater, noch kann es ja bleiben, weißt, wegen Lüftung, wegen warm und so, ist ja, ist nicht schön, aber das ist den Vögeln ja egal, ne? So, das haben wir gemacht. Oh ja, wir haben hier auch, den haben wir auch schon wieder fertig gemacht, hier oben die Spritze. Die ist auch schon wieder fertig. Die funktioniert jetzt auch wieder. Einfach nur ein Verbinder draufgesetzt dann da und dann ist es gut. Geklebt haben wir es auch wieder nicht. Aber es kann nicht sein, wir haben das auseinander jetzt bekommen. Richtig nochmal reingeschoben jetzt, ne? Und es sollte normalerweise halten. Na gut. Dann mit Andi. Da kamen nochmal 10 Euro hinterher vom Andi. Ja, lassen wir mal so mal stehen. Vom Andi nochmal. Und dann haben wir jetzt 590 für die Foliere Nymphensittiche. Also das sollte jetzt normalerweise reichen. Schnitt, schon wieder Schnitt, ein harter Schnitt. Das wird bei uns scheinbar jetzt hier zur Regel. Und zwar heute, Datum, heute ist der Sonntag. Wir haben 17.20 Uhr. Heute war ja das Video drin von unserer Planung mit der Foliere, wie wir uns das da vorstellen und wie groß die Foliere werden soll. Morgen, wir gehen zur Stadt. Nein, wir haben keine Zeit. Wir müssen machen heute. Richtig, morgen sind wir nicht da, ja. Sind wir Shoppingtour machen. Deswegen dann heute wieder ganz aktuell. Ich muss das wieder jetzt nochmal neu schneiden. Was für ein Grund hat das denn diesmal? Der Didi, also der Dieter, der die Aktion, der am Anfang gestartet hat mit seinem Spendenaufruf zu der Foliere, der hat mir jetzt aktuell, ich habe es jetzt gelesen, eine E-Mail geschrieben, er ist mit unserer Planung nicht zufrieden. Wieso? Von mir mag ein bisschen Kohle, er findet nicht gut, oder? Ich hatte ja schon eine andere Planung gemacht, ich hatte sie ja noch mal kleiner so. Und dann kam ja Porn und hat ja dann das schon wieder größer gemacht. So, das war aber für den Didi immer noch nicht gut genug und er sagt, nein, das ist zu klein. So, jetzt sagt er, pass auf, ich gebe dir nochmal 200 Euro nochmal drauf und dann machst du die so groß, so wie die hier. Ja, dann habe ich gesagt, also, hat mich überredet. Ne? Also, ich, ja, ne, also, habe ich gesagt, okay. Dann machen wir das, dann hätten wir also dann so 790 Euro für die Foliere und das müsste dann reichen, dass wir dann auf diese Größe kommen. Ich glaube, wir können dann sogar noch ein bisschen länger machen, dass wir dann aber nicht so hoch machen, weiterhin nicht so hoch machen, weil das, die Höhe ist halt von dem problematisch, du kannst sie dann halt nicht wieder einfangen. Dann, ne? Das ist das Problem dann, wo ich dann sehe, die ist, ne? Zu hoch, aber dass wir dann von der Länge dann auf jeden Fall dann da so hinkommen und dass wir dann so groß bauen, so wie diese hier oder vielleicht sogar noch ein bisschen länger, weil wir dann ja die Höhe jetzt runternehmen, dass wir dann da länger machen. Also, die Planung vom Sonntag, was ihr gesehen habt, ist schon wieder hinfällig. Es wird dann länger. Wie lang? Halleluja! Wie lang? Werden wir dann hier mit dem Baumeister dann absprechen, wie wir das dann da machen von den Kosten her und wie wir dann da hinkommen. Aber dann wird sie auf jeden Fall so lang, so wie diese hier. Oder wenn wir noch Platz haben, dass wir sogar noch ein bisschen weiter rausziehen, sogar noch etwas länger dann da. Ja, dann würde ich mal sagen, dem Didi ein Hoch auf dem Spender. Vielen, vielen Dank. Und
Ja, also man sieht, man kann mich doch ziemlich leicht überreden. Ne? Ja gut, also dann freut Porn sich und dann kriegt Porn ihre ganz große Nymphensittiche Voliere da. Und heute habe ich auch noch gelesen hier, warum machen wir die Voliere nicht an dem dran hier. Das kam heute auch noch in dem Kommentar drin, warum nicht aufeinander bauen, dass wir das dann so nur durch den Draht abtrennen. Aber das hat auch einer schon gut jetzt beantwortet, weil dann die Füße, wenn die dann reinkommen hier, bei den Papageien, dass die dann auch dann abgebissen werden. Ne? Das darf ja auch nicht sein dann. Ne? Gibt dann wieder jetzt Kämpferei da und das tut nicht Not, ne? Weil es da doch dann andere Arten sind. Ne? Und das dann ein bisschen Abstand ist, ne? Abstand dann da so. Deswegen machen wir das nicht. Aber Platz hätten wir da, da muss glaube ich ein, zwei Bäume müssen da mal weichen dann, ne? Ja. Dann werden wohl hier von den Neuner-Äpfel zwei Stück weichen müssen. Naja, egal, das macht dann nichts, dann kaufen wir neue dann. Wir kaufen neue. Ah ne, ich sehe keinen Platz mehr da. Naja gut, egal. Also, das muss jetzt hier noch reingeschnitten werden, das mache ich jetzt heute auch noch. Moment mal, vielleicht haben einige das auch am Sonntag gar nicht gesehen. Also die Foliere hier, das ist ja die Ecke hier. Die Ecke, hier geht es rein in die Foliere und diese Ecke hier, also hier sind wir jetzt, wer es am Sonntag da nicht gesehen hat. Hier kommt dann die Foliere hoch, da wo wir jetzt abgesteckt haben, das ist also dann hinfällig. Das ist dann jetzt weg, die Tür. Das waren 3 Meter, ja, das waren 3. Mach nochmal 1,50 Meter mehr. Hallo, wie viele Schritte hast du? Ich habe gesagt 1,50 Meter mehr. Also komm, also, ha, mein Frauchen, also nochmal 1,50 Meter mehr, dann wäre das dann wohl dann da. Ne? Dann wären wir bei 4,50 Meter, 4,50 Meter, die Breite gesagt, da muss der Baum, der muss weg, der da, gut, der muss weg. Ja. Im Käfig lassen. Auch eine Möglichkeit, gute Idee, auch eine Möglichkeit, ja ganz genau, lass den doch im Käfig drin. Auch eine gute Idee, richtig. Und dann wäre das dann, ja, also das müsste dann ungefähr so kommen, ja. Da, wo das ist, dann da, ne, ja. Würde ich fast so, ungefähr, ich habe jetzt keinen Vollstock dabei. Ne? Ist das jetzt zufriedenstellend, Didi? Ist das jetzt gut? Dann wärst du gar noch größer noch als die andere da. Ja. Ja, das heißt, dann müssen auch noch ein paar Nymphensittiche rein. Ne? Das ist ein Riesen-Oschi. Ja gut, also sonst wird das Video zu lang, das muss, dass wir noch reinschneiden. Ich habe ja eh schon 30 Minuten. Und jetzt, dass wir noch dabei sind, so bei 50, glaube ich. Huhuhu. Gut, ihr wisst Bescheid. So wird das dann. Jetzt habe ich heute in den Kommentar gelesen, der Thomas sagt, er würde kein Betonboden machen. Er hat bei sich ja auch keinen drin. Lass lieber wachsen, hier unten Unkraut. Und dann ist das auch gut, ne? Nur hat das Thema ist ja bei uns in dieser jetzt Foliere, hier wächst nichts, ne? Alles das, was ein bisschen anfängt da zu grünen, das fressen jetzt die auch dann da, ne? Jetzt haben wir Regenzeit, jetzt kommt ein bisschen was an Grünzeug, aber normalerweise bleibt hier in dieser Foliere nichts grün, ne? Das machen die alles kaputt. Mit den Nymphensittichen, das weiß ich jetzt nicht, wie viel die dann da fressen werden. Ne? Und was sagt meine Frau? Wenn Thomas sagt, will nicht. Wenn Thomas sagt, nee, dann machen wir nicht. Gut, also dann lassen wir es dann so. Lieber noch ein bisschen Erde, noch ein bisschen mehr reinfahren, oder was? Ja. Würde ich dann mal sagen. Ne? Temperatur, ja, wir kommen jetzt hier so auf 34 Grad, 35 Grad haben wir jetzt tagsüber. Weiterhin verdammt schwül, regnerisch, habt ihr auch am Samstag gesehen, dann kommt also jeden Tag haben wir jetzt ein Gewitter oder Regen. Meistens ist es nachts, aber auch tagsüber, jetzt haben wir so meist die Zeit immer nachmittags, dass es hier dann regnet und wirklich verdammt schwül. Wir haben die Beschattung noch dran. Zeig mal. Die ist noch dran und die wird auch noch ein bisschen dranbleiben. Ist nicht schön, aber es... Diese muss ich umtauschen. Das Grüne. Hast du noch schwarz?
Nein, mit Bäcker. Achso, du sitzt dann mit. Bisschen zu für die Hunde, nicht gesehen, die Cookie bleiben da. Ne? Achso, wegen Ella und. Ja, ja. Kira. Also, Korn möchte dann das Blech weiter runter noch ziehen. Das war also dann nochmal Blech nochmal kaufen. Und da, wo es jetzt grün ist, dass da auch dann noch Blech hinkommt, gerade wegen der Hunde. Nicht so erlebt, ne? Nur nicht so viel, ne? Also, dass noch ein Spalt noch bleibt. Mm. Nicht jetzt ganz runter. Nein, nein. Nur nochmal 50 cm hoch. Ja, ja. 50 cm, ja. Mhm, dass da nochmal ein Spalt bleibt. Also, ja, ist so eine Abwägung, ne? Also wenn wir das komplett zumachen und im Sommer dann bei 40 Grad, ne, dann hast du hier eine ganz stickige Ecke. Ne? Aber im Winter wäre es dann auch wieder schöner. Ne? Weil da immer Cookie sitzt, ne? Und dann kommen die Hunde da und dann machen die eine auf dicke Hose da. Weil denen ist es ja egal, ob es jetzt da ein Huhn ist oder ob es jetzt ein Vogel ist. Ne? Das ist dir egal. Was schimpft die zwei denn da? Hä? Mit der netten Leonie. Ja, ja, ja. Nette Leonie hier schimpfen da. Sollst du auch nie machen hier. Dein Auge wird langsam heller, ne? Jetzt kommt, ne? Jetzt musst du immer mehr gucken da. Was hier? Federn kommen auch neu oder was? Ja, richtig. Aha. Schön siehst du aus. Bisschen strubbelig siehst du aus jetzt hier. Gut. Leonie, das einzigste Küken, was wir ja dort großgezogen haben von der Anna. Anna, komm. Eiweich. Lieber die Uhr kaputt machen, ne? Uhr kaputt machen. So, also da noch mal ein bisschen runterziehen. Die Folie, das Netz, ist da keine Folie. Das bleibt dann noch da, bis es wieder mal ein bisschen kühler wird, ne? Und dann kann das da weg. Ist nicht schön, aber es bringt doch was, ne? Vom Schatten her dann. So, also. Und was macht ihr da oben? Test. Boah, alles gleich mal kaputt machen da oben, ja? Schön kaputt machen, das ist immer gut. Arabella. Arabella ist ein bisschen nicht so freundlich, ne? Hm. Die Dame hier. Chua, Arabella. Chua. Dame ein bisschen schleckiger. Okay. Tommy. Arami. Arami, komm. Mach ein Morgen, die. Was passiert? Komm. Ja, Bundi. Ja, Bundi. Bin Yang Bana. Ja, Bundi. Nein, möchte heute nicht. Tommy, komm. Guck mal, Arabella. Musst du doch nicht immer ärgern. Musst du doch nicht immer ärgern. Ja? Immer die Frauen untereinander. Oh, du darfst dich nicht so ärgern, dann kommt die gar nicht mehr hin. Ja. So. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Hallo. Hallo, ich habe gesagt, wir gehen weiter. Hallo. Hallo. Hallo, Anna. Zurück. Hier geht's zurück. Hier kannst du zurück. Hier. Zurück. Okay. Ciao. So, jetzt sind wir vorne. Nymphensittiche. Ja, sieht man schlecht hier. Und die Phobus. Da siehst du nur das Männchen hier rumfliegen. Und Porn hatte ja schon Angst gehabt hier, das Weibchen würde nicht genug zu fressen haben. Aber gestern sagte sie, oh hier, die Henne, die kam da raus dann da und die hat richtig ordentlich einen abgekackt. Sag ich ja, also siehst du, nur wenn du ordentlich was am Futtern bist, dann kannst du auch ordentlich kacken. Ich kenne das.
So ist es. Also, gutes Zeichen, wenn sie ordentlich einen abkackt, ne, dann hat sie auch gut gefressen. Und das Männchen wird ihr dann schon genug zum Fressen geben. Dann, ne? Sie sitzt weiterhin auf ihre 5 Eier und also ja, sie guckt ja auch nicht jeden Tag rein, Porn. Das soll sie ja auch nicht machen da, ne? Aber es sieht gut aus und die 5 Eier sind auch noch da. Von der Zeit ist es ja auch noch nicht so weit. Ja, da warten wir mal ab hier. Und mehr können wir jetzt hier gar nicht machen dann da, ne? Guck, da hängt er. Schlecht aufzunehmen mit den Gitterstäben, weil er dann umschwenkt vom Zoom auf Gitter oder Vogel. Ja, jetzt nimmt das gerade. Ja. Und die Dame hockt da drin und tut ihre Pflicht. Ne? Wann das letzte Mal reingeguckt? Am Mittwoch. Am Mittwoch. Okay, ist also schon einige Tage her. Lass mal sitzen und nicht so viel gucken. So, Nymphensittiche haben weiterhin ihr Sandbad, wird auch benutzt. Man sieht es auch. Und essen. Nein, nicht essen. Wie viele Frauen sind denn da drin? Weiß ich nicht. Zahm. Sie sagt, das sind alles Frauen. Sie hat noch mal genau geguckt jetzt hier. Das sind alles Frauen, sagt sie. Kann das gucken und wenig Schäden mehr. Es ist schwierig, auch mit den Nymphensittichen da. Ne? Aber so wie sie sich jetzt da schlau jetzt gemacht hat da und guckt doch nach die Füße. Nicht die Füße. Nicht die Füße guckst du nicht. Sondern? Guck, die haben 9. Nach dem Geschlechtsteil. Ja, ja gut, das ist am einfachsten. Ja. Das wäre am einfachsten, wenn man es so einfach sehen könnte. Nein, gefühlt. Gefühlt, mit, ja, mit ja, Finger. Ja. Ja, ja, ja. Okay. Das, okay, wenn man das kann, wenn man dann weiß, wie das geht und. Ich probiere ihn. Ja. Du sagst alles drei Frauen. Ja. Besser ist das. Dann brauchen wir nur noch ein Hahn und dann sind sie alle drei glücklich. Wahrscheinlich. Naja gut, also wir... Ich weiß es nicht, ich kann da keinen Unterschied sehen. Ne? Auf jeden Fall, alle drei geht's gut. Und demnächst, wenn es dann da losgeht mit der Foliere, dann kriegen sie endlich hier großes Haus dann da. Aber noch warten, wenn es denn dann losgehen sollte. Wie gesagt, also... Frühestens ab dem 20. könnten sie dann loslegen und würde von der Zeit auch dann reichen. Na, dass wir dann bis zum, ja, wir fahren ja Ende Juni fahren wir nach Pattaya, ich glaube am 30. fahren wir. Ja. Am 30. fahren wir. Und bis dahin, gut, 10 Tage ist das Ding auch fertig dann da. Ne? Wenn sie denn dann kommen sollten, dann wäre es dann da fertig. Ne? Aber wie gesagt, wenn. Gut, wir gehen weiter. Ein bisschen mal vom Thema abschweifen hier. Das sind diese Papaya, das sind die langen Papaya. Lang und dick, wie es gern gewünscht. Und zwar die Frau vom Uwe, die N. Die war auch schon ein paar Mal hier und die hat jetzt auch gesagt, sie möchte gerne diese Papaya haben, diese Sorte da. Wann kommt die wieder? Keine Ahnung, demnächst in diesem Theater. Und dann hat vorhin jetzt hier ein paar Ableger, macht sie gerade dann hier, was heißt Ableger? Pfropfen, ne, ist das, ne? Ne, ist nicht Pfropfen, das ist was anderes wieder. Wie heißt es, diese Methode hier? Na klar, dann kommt dann hier die Wurzeln hier, ne? Hier abschneiden und dann kommen Wurzeln daraus dann da. Weiß den Namen jetzt nicht, aber dieses System dann. Und dann kriegst du da auch von den Papayas dann. So, die letzte Foliere. Na?
zumachen hier. Hey! Rosi und Richie, da hängen sie. Rosi und Richie und George und Joy und Horn. Langsam untaschen Haare. Das sagst du jedes Mal. Dass sich da was groß ändert. Aber nicht jetzt gucken, Baula. Ja, sie dreht sich ja rum hier. Kann ich eh nicht sehen. Dagegen dem Licht dann da wieder gucken. Andere Situation machen. Wie? Mais schon wieder leer. Kann doch nicht mein Ernst sein. Morgen einkaufen gehen. Morgen in die Stadt. Mais holen. Und. Ah. Was gibt's noch Leckeres für euch hier? Ganchong. Ganchong ist immer lecker. Ganchong immer gut. So, jetzt haben wir ja mit deinem Gefieder hier. So soll es aussehen. Später. Aber sind ja auch noch jung. Sind ja auch noch jung, die kleinen Hacker hier. Super, Dankeschön. Nicht Hut wieder kaputt machen. Ja. Oh ja, ein bisschen Haare mitnehmen für den Nestbau. Ja. Oh, da hat sie noch ein paar Perlen hier. Kann man auch dran knabbern. Gimme Kit! Gimme Kit! Gimme Kit! Gimme Kit! Gimme Kit! Gimme Kit! Leo? Leo, oh ja. Ich glaube, die verlieren jetzt ihr Federkleid, ne? Dass sie da jetzt in die Mauser sind. Ich sehe es auch vorne bei Anna und bei Leonie auch. Und diese hier auch hier. Gib mich hin. Und die hat noch weg. Wer war noch weg? Jetzt braucht es aber keine. Die hatten auch schon ihre Federn ein bisschen weg. Irgendwie müssen wir jetzt eben in die Mauser kommen. Vielleicht vom Wechsel. Ja. Sommer auf Regenzeit. Glücklicherweise. Gib mich hin. Gib mich hin. Gib mich hin, Anfang. Gib mich hin. Schön. Haut euch den Bauch voll. Und die sind laut, ne? Und da, wenn die einen ins Ohr direkt reinschreien, das ist sehr laut, ehrlich gesagt. Security, Lenny, Ginkgo-Hunde. Die sind jetzt so wie Gänse, ja? Wirklich wahr. Also, wenn da jetzt irgendwie einer kommt hier oder an der Straße fährt, ne, die schlagen auch sofort an. Ne? Die sind auch Security. So wie Gänse. Echt wahr. Wenn du siehst, wieso alle kommen nicht? Weil du bist doch die Vogelmama. Du bist doch die Vogelmama. Ja, sicher. Die kennen dich doch. Gib mich hin. Das mache ich auch nicht. Nee. Das mache ich auch nicht. Ja? Da kriege ich nachher noch Herpes von dir. Nein. Vogelgrippe. Ja, weil er hat den Sack gezogen hier. Wo sind die Ganscha? Her damit. Genug. Nein, wie mehr. Mit der Mau. Mau. So gut. Kriegst du noch was hier? Also von dem jetzt Gefieder, ich sehe da also wenig, dass sich das da ändert. Oder ist es so langsam? Ich weiß nicht. Hm? Langsam. So langsam geht es. Hm. Ui. Wieso geht er da rein? Weiß ich nicht. Ich habe nicht geguckt schon lange. Nein, das sind doch keine Eier, um Gottes Willen. Das sind keine. Das geht nicht. Also geht es da von denen nicht. Obwohl, ja, hier war es hier. Das ist ja.
Das ist ja... George und Joy. George und Joy, das könnte ja dann doch sein. Hm. Geht auch mal Zeit, oder? Dass die mal Eier legen hier. Wieso nicht? Wieso nicht? Neugierig. Dann bitte langweilig. Sie weiß ja, die gucken sie so viel. Ach so. Die Farbe, ne? Die sollen nicht gucken. Die Farbe, ne? Ja. Die ganz so langsam, die. Ja. Ganz so langsam. Sie ist also nicht gelb, sie ist mehr rot, ne? Mhm. Hier. Rosi. 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 Guck mal dort. Ich guck. Ich guck ja. Joy? Ich guck ja. Na? Wollt ihr mal dick machen oder was hier? Jetzt doch dick. Jetzt wieder auf die Kamera drauf. Ich muss angeln. Was ist denn los? Ne? Dann ich mit Handtuch dann küssen. Ja. Umtauschen. Ne? Mhm. Sagte ich ja gerade schon, dass die dann eher Mauser sind oder was. Oder something weiß ich noch nicht. Dann ich mit Handtuch gucken. Mhm. Aber alles gut. Die hat ja hier die Haare an den Federn am Bauchwechsel, so ihren Pflaumen dann da. Orange oder was ist das denn? Denke ich mir fast, dass die dann in der Mauser sind jetzt, ne? Ja. Die Koppel kommt, ja. Die Koppel, die Schwende. Guck mal. Ich guck ja. Und langsam, ne? Mhm. Ganz langsam. Ganz langsam. Ganz langsam. Aber die Augen sind rot. Die ja, ja. Das Gesicht ist ganz rot, ja. Fast so schön, so wie du hier. Du. Joy, Joy. Ja, ich schau am Putzen, na, guck mal. Ist auch am Putzen. Hm? Mein Putzen. Mhm. Oder hat er kleine Tiere drin? Ja, eine auf dicke Hose machen hier. Oder ich mach Lob dann vom Symbolun. Sie hat nicht so viel Blasen hier, ja? Oder Vogel in der Schenke hier. Holle, mach ich gehen. Ich bin schon gut. Schön. Wie ein Luftballon, gell, mein Schatz? Ja. Schön. Soll ich auch mal ein bisschen pusten? Ja. Kann es nicht. Ah,
Tut mir leid, ich kann das nicht. Ich bin da nicht so geübt. Da. Ah, da. Ah, auf! Ich denke, mit diesen lieblichen Bildern werden wir uns heute verabschieden. Immer nachdenken. Teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe und die Porn und die lustigen Vögel aus Thailand. Und Tschüssle. Tschüssle, ciao. Na genau, check mal die. Ja, so geht auch nicht. Dann säuft die ab beim nächsten Regen. Dann kaputt, ne? Ja, dann ist es kaputt. So, da läuft es runter hier. Kleinste Vogel der Welt. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich hab gesehen. Bei Lea, oh. Wahnsinn. Oh, ich zieh die Kung ganz schnell. Oh, schon weg.